sehe ich einmal den Kesseltaler. Sebastian Korn war da in Bochum. Das heißt, das Mehlner, also die beiden Brandenburger sind ausgefallen und mit dabei haben sie noch den Kesseltaler. Das müsste dann... der Gerhard Zollinger sein, der da ausgefallen ist. Das Rennen läuft aber weiter. Das fällt an. Voll verkraften, weil da hat er ein bisschen dran zu feilen, immer an dieser Geschichte. Exzellenter Fahrer, da merkt man, diese Camper macht ihm schon Druck. Klopft auch schon mal deutlich. Jetzt ist wieder runter verzögern. Zeit. Er hatte ja auch schon einen Unfall mit weggesteckten Weichstorff. Aber das ist halt im Gerangel, wenn hier eine Gruppe losgeht und jeder bleibt auf dem Pinsel, jeder will gewinnen, ist das Risiko groß, dass man da mal ins Dritten kommt und eigentlich dann irgendwo sich dreht und man da ausfällt. Jetzt der Anbremspunkt, Schafner engst ihn nicht zu weit nach außen, er verreißt fast wie im Karlsbottas Auto. Das ist natürlich für diese Camper möglicherweise eine Chance, genau dort die Nerven noch ein bisschen anzukippen. Und der Metzinger kennt sich natürlich in der Szene sehr, sehr gut aus, verfügt da über hervorragende Kenntnisse. Aber auch da bin ich schon lange, lange mit dabei in der Szene. Als Mechaniker, als Schrauber, ganz später als der Rennstreife können. Denn einen Dieselcamper, Dieter, im Schach zu halten, das ist nicht einfach, wie man sieht. Und jetzt kommt jeder Dieselcamper und schlupft ist er vorbei. Das habe ich schon bereits in der Anmoderation kommen sehen. Das war abzusehen und wieder diesen Camper, der hat ihn ausgeknappt. So, dann